Was? Was? Oh mein Gott, Leute! Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, create a code für den Ripe. I Crimex OG, ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier und heute gibt's mal eine richtig geile Challenge und zwar gegen Standard-Skill und Stil, Leute. Und zwar, meine Freunde, werden wir heute einfach eine Challenge gegeneinander machen, indem wir einfach Booster-Packs öffnen von Fortnite. Ja, Leute, es gibt jetzt nämlich auch offizielle Fortnite-Booster-Packs. Und zwar haben wir vor einigen Tagen das Ganze auf Amazon entdeckt und haben uns das Ganze dann bestellt. Habe ich euch auch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt werden wir gegeneinander antreten. Es kommt darauf an, wer mehr V-Bucks insgesamt sammelt. Weil alle Skins haben natürlich einen V-Bucks-Wert. Zum Beispiel die legendären Skins eben 2000 V-Bucks. Die epischen Skins 1500, die blauen Skins 1200 und die grünen Skins 800. Und wer dann insgesamt mehr V-Bucks gesammelt hat, hat diese Challenge gewonnen. Geht auf jeden Fall auch mal nach dem Video zu den beiden anderen Jungs, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und schreibt ihn mal in die Kommentare rein, wie viele V-Bucks wir zusammen erreicht haben. Ich werde euch das Ganze auch, wie ihr gerade sehen könnt, hier schön noch aus der Tischperspektive zeigen. Sodass ihr hier einfach immer direkt sehen könnt, welche Packs wir gerade öffnen. Also erstmal, Leute, werden wir hier dieses Paket aufmachen, was ich von Amazon geholt habe. Ach ja, und noch als kleine Info, Leute. Und zwar habe ich damals vor eineinhalb Jahren mal ein Video gemacht, in dem ich meine Rolex abgeholt habe und das hat eben ziemlich vielen gefallen oder das hat zumindest ja, sehr viele Leute interessiert, sagen wir es mal so. Und jetzt vor kurzem habe ich mir eine neue Uhr geholt. Schreibt mir mal in die Kommentare, falls ich euch diese Uhr auch zeigen sollte, falls euch das interessiert, lasst es mich wissen. Aber wir starten jetzt hier endlich mal mit diesem Paket, was ich hier geliefert bekommen habe. Ich habe hier sogar extra meine Adresse schon weg, Leute, also ja, ihr Paulberger. So, und zwar ist das Paket hier gekommen. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht reingeschaut. Also natürlich hier, diese Verpackung habe ich schon mal weggemacht, aber hier in diese Fortnite Booster Packs habe ich noch nicht reingeschaut, Leute. Also ich habe noch gar keine Ahnung, wie das überhaupt aussieht. Oh mein Gott, Leute. Warte mal, hier ist noch ein Zettel. Bevor wir hier weitermachen, hier ist noch ein Zettel drin, Leute. Seht ihr das? Top Secret iCrimex. Ach du Scheiße, oh mein Gott, Leute. Soll ich das öffnen? Da steht Top Secret drauf. Ich glaube, das ist ein offizieller Brief von Epic Games. Soll ich reinschauen, Leute? Soll ich jetzt reinschauen? Oh mein Gott. Alter, Leute. Wisst ihr, was hier gerade drin steht? Wollt ihr wirklich wissen, was hier drin steht? Creator Code iCrimexOG. Jetzt im Fortnite-Shop eintragen, Leute. Ah, bevor ich mich hier vergesse und ihr... Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Wir werden jetzt Booster-Packs öffnen. Ich habe hier einmal dieses fette Teil hier bekommen. Das ist richtig offiziell von Fortnite und, wie man sehen kann, von Panini, Leute. Feiere ich auf jeden Fall. Ich habe früher auch immer diese Panini-Packs gesammelt. Ich hatte einmal Fußballkarten, Wrestling-Karten mal gesammelt. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr auch mal sowas gesammelt habt. Und jetzt gibt es das einfach von Fortnite. Wie geil ist das denn, Leute? Also ich hoffe, wir kriegen Baba-Skins daraus. Ich werde euch natürlich auch hier, oder beziehungsweise mein Cutter, wenn du das siehst, blende hier auch bitte mal den Punktestand ein. Also von den Karten, die wir da ziehen. Damit die Zuschauer hier auch wissen, wie viele V-Bucks wir gesammelt haben. Das ist aber noch nicht alles. Insgesamt sind hier auch noch 6 weitere drin. Alter, Leute, wie das aussieht, Mann. Oh mein Gott, ich bin so gehypt. Seit Tagen warte ich hier, weil ich endlich mal die Packs öffnen möchte. Aber ich wollte mir die First Reaction für euch nicht nehmen lassen für das Video. So, zack, machen wir hier auf. Let's go, ihr Paulberger. Das Ding ist, Leute, das sind insgesamt, wie viele Karten sind das? Ich weiß, oder wie viele von diesen Booster-Packs das hier sind? Das sind übrigens 5 Stück. Ja, ich bin zu dumm, ich stand, aber das sind 6 Karten drin. So. So. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viele. Alter. Ey, muss absolut los, Leute. Ach du Scheiße. Leute, schaut mal bitte. Bitte, 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 wie viele Booster-Packs wir haben. Oh mein Gott. Leute, schreibt mal, wenn ich welche verlosen soll. Oh mein Gott. Lasst mal ein Like da, wenn ich davon ein paar verlosen soll. Das ist ja, ich kann die ja gar nicht alle selbst öffnen. Ja, da kann ich auf jeden Fall ein paar an euch rausschicken. Ey, das ist ja zu krass hier. Das ist ja richtig krass. So, wie man hier auch schön, sehen kann, Leute, das ist die Season 1 von diesen Panini-Packs. Der liebe Standard-Skill, Steel und ich haben beschlossen, dass wir 17 von diesen Packs öffnen werden in unseren Videos. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal... Wie viele sind das insgesamt? Das sind hier 4, warte, machen wir hier 5er, ich mache einfach mal 5er Stapel hier immer. 25, 29, hier das sind nochmal 4 Stück, also insgesamt 29 von diesen Packs habe ich, aber ich darf einfach nur 17 davon öffnen. Ich darf nur 17 davon öffnen, Leute. Also, ne, lasst uns auch gerne mit einem Like oder mit einem Kommentar wissen, wenn ihr davon vielleicht noch einen zweiten Part haben wollt, weil, wie gesagt, wir haben so viele, wir haben alle drei noch so viele von diesen Packs offen, wenn wir jetzt nur 17 machen, beziehungsweise noch geschlossen. Ja, schreibt uns mal in die Kommentare, wenn wir davon vielleicht einen zweiten Part machen sollen.
Weil, ja, wir haben echt noch viele verschlossene dann. Aber okay, ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal random. Wir nehmen jetzt einfach mal von jedem von diesen 5er-Stapeln, die ich habe, nehmen wir mal eine weg. So, das sind jetzt insgesamt 17 Packs, Leute. Die anderen tue ich jetzt mal zur Seite. Ich hoffe, da sind jetzt nicht die ganzen krassen Karten drin, in denen, die ich jetzt noch nicht öffnen darf. Wie gesagt, Leute, lasst den Like da, wenn ihr wollt, dass wir die anderen auch noch öffnen. Ich bin gehypt. Jetzt geht's los. Komm. Ja, yeah. Ich bin irgendwie zu dumm, die aufzumachen. Oh mein Gott, Leute. Meine ersten Fortnite-Packs. Ey, bitte gönn mir gute Karten, bitte. Okay, das ist einmal schon mal eine Spitzhacke. Ja, das Ding ist, diese Spitzhacken, diese Lampenspitzhacke oder generell Kleider, Spitzhacken, Waffentarnung, die sind nichts wert. Die zählen nicht. Es zählen nur die Skins. Dann haben wir hier noch einmal eine Waffe. Ist auch wertlos. Alter, ich brauche hier Punkte. Ey, was ist das denn? Was soll das sein hier, Leute? Dann haben wir hier noch einen Kleideffekt. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Lila Kleideffekt. Ja, egal. Dann haben wir hier noch, keine Ahnung, was das wieder sein soll. Ich glaube, das Geschützturm ist das dann. Oder der Geschützturm. Und oh mein Gott, meine erste Karte, endlich. Und zwar Arctic Assassin, Leute. Oh mein Gott, endlich meine Karte. Und zwar eine blaue, Leute. Blau, das macht dann 1200 Punkte gehen auf unser Konto, Leute. Endlich mal eine. Aber das Gute ist, wir können ja noch mehr Packs öffnen. Ja, ich werde das jetzt mal hier im Schnelldurchlauf machen. Oh mein Gott, ein Skin. Wir haben Star Spangled Ranger. Leute, wie nennt man das? Festtags Rangerin oder so auf Deutsch. Auf jeden Fall nochmal ein blauer Skin. Nochmal 1200 Punkte. Geil, Leute. Oh mein Gott, legendär, Leute. Oh mein Gott, meine erste legendäre Karte. Hyperion, Leute. Das macht 2000 Punkte auf unser Konto. Der legendäre Hyperion-Skin haben wir gezogen. Oh mein... Oh, es geht direkt weiter. Es geht einfach direkt weiter. Bright Gunner, Leute. Die männliche Version von Farbenbomber. Ach du Scheiße, nochmal ein blauer Skin. Können wir hier auch sehen. Scheiße. Okay, Leute, ich habe was falsch gemacht. Und zwar, ich dachte, dass der Hintergrund von dem Skin wäre die Farbe. Aber das hat hier was mit dem Lama zu tun. Okay, das heißt nochmal kurz, ein bisschen nachdenken. Das heißt, wir haben hier einmal einen grünen Skin. Das hier ist ein grüner Skin. Das heißt 800 Punkte. Dann haben wir hier, das ist ein blauer Skin, 1200 Punkte. Scheiße, ja, habe ich mich verrechnet. Dann das hier, das ist kein goldener Skin, was laber ich? Das ist ein blauer Skin, sieht man hier auch, 1200. Und das hier ist aber ein lilaner Skin, Leute. Oh shit, 1500 Punkte. Let's go, mein erster epischer Skin. So, jetzt geht's voran hier. Oh mein Gott, shit. Ja, okay, nee, ich dachte, das wäre was krasseres. Ein weiterer grüner Skin, 800 V-Bucks. Komm wieder aufs Konto. Alter, jetzt geht's hier aber richtig ab mit Skins. Nochmal ein grüner Skin. Let's go. Hier, Armadillo. Okay. Oh mein Gott, ich hab einen Wrestle-Skin bekommen. Alter. Masked Fury, ein blauer, Leute. Blaues Lama, blaue Karte, 1200 Punkte. Let's go. Was? Oh mein Gott, Leute. Ich habe eine legendäre Karte im Holo gefunden. Eine legendäre Holo-Karte. Und die Holo-Karten, also die hier so glänzen, bedeutet doppelte Punktzahl. Also 2000 Punkte. Erstmal legendäre Karte. Und dann auch noch, weil es eine Holo-Karte ist. Also insgesamt 4000 Punkte, Alter. Was da los? Oh mein Gott, Alter, wie ich mich gerade freue darüber. Warte, das muss ich gleich mal den Jungs sagen. Jungs? Ja? Ihr ja? dürft dreimal raten, wer gerade eine legendäre Holo-Karte gezogen hat. Nein. Ja. Lass mich raten, Mit dem... Wer? Nein, mit Musha? Nee, Magnus. Ja, ist das? Magnus, Digga. Digga, dieser Wikinger. Oh, ja, stimmt, der Blatterige. Oh, shit. Also, Holo-Karte ist die Glänzt, ja, ne? Das, also, genau, wenn, hinten. Okay, ja, die Glänzt. Ach, du Scheiße. Jetzt geht's... Leute, ich dreh hier durch. Ich krieg hier einen Anfall. Oh, shit. Ach, du Scheiße, Leute. Einer von den... Dieser Weihnachtself. Übelst seltener Skin. Leider bringt er mir jetzt nicht so viel von der Punktzahl, also ist in dem Sinne nur ein blauer Skin, also 1200 Punkte. Wir berechnen das hier jetzt nicht nach Seltenheitsgrad, weil der Skin ist halt echt selten so. Aber geil, Leute, coole Karte. Weiterer Skin, Leute, Lightshow, grüne Karte. Oh no, nochmal ein blauer Skin haben wir hier. Blaues Lama, seht ihr hinten auch, ja. Okay, Leute, ich werde jetzt einfach mal ganz schnell alle weiteren Packs öffnen, ja. Und dann kann ich euch einfach direkt die Karten nacheinander zeigen, weil immer hier jedes Pack einzeln öffnen, das kostet hier zu viel Zeit. Ja, Zeit ist Geld, ihr wisst, Leute. Okay, meine Paul-Berger-Freunde, das sind hier schon mal alle Skins, die wir bereits schon gezogen haben. Das sind die Packs, die wir jetzt noch öffnen werden. Die habe ich jetzt hier schon mal aufgeschnitten, damit wir jetzt die Karten hier schneller rausholen können, Leute. Let's go. Es geht weiter. Nice.
Nice, wir haben noch den anderen Patrioten-Skin. Grüne Karte, 800 Punkte, let's go. Ah, Mann, ich denke immer, wenn ich die Legendärer-Skin, aber ist leider nicht so. Es ist nur ein blauer, sieht man bei dem Lama hinten, 1200 Punkte. Und zwar Cypher-Skin, ja. Nice, Leute, nice. Einfach Rot-Caption-Skin gezogen aus, ich glaube, das war genau Season 6 mit dem Halloween. Und das ist eine lilane Karte, wie man sehen kann. Also 1500 Punkte auf unser Konto. Leute, ich hoffe so sehr, da ist nochmal eine Holo-Karte. Die sind so geil, weil die einfach glänzen. Okay, es geht weiter, Leute. Die Farbenbomberin. Auch ein Skin, den ich voll feier, Leute, weil der einfach schon mega lang dabei ist. Blaue Karte, blauer Skin, ihr wisst Bescheid. 1200. Und dann haben wir hier nochmal die Liebe oder den Dominator-Skin. Das ist halt hier auf Englisch. Einfach grün, 800 Punkte. Okay, Leute, es geht weiter. Dann haben wir hier noch einmal, ich weiß gar nicht, auf welche Kamera ich das hier halten soll. Dann haben wir hier noch einmal den Patch Patroller. Halloween-Skin. Ist nicht viele geholt. Auf jeden Fall relativ seltener Skin sogar. Oder wird noch ziemlich selten werden. Aber ist nur grün leider. Deswegen 800 Punkte. So, dann... Oh, nice, Leute. Oh, nice. Crawler-Skin, Leute. Das bedeutet nochmal ein epischer, also ein lilaner Skin. 1500 Punkte. Dann haben wir hier nochmal einen blauen Skin. Den Longshot-Skin haben wir hier nochmal gezogen. 1200 Punkte. Und ey, Zombie-Ben, Leute. Zombie-Ben ist ein ziemlich cooler Skin, finde ich. Aber halt leider auch nur ein grüner Skin. Deswegen gibt er uns leider auch nur 800 Punkte wieder. Okay, Leute, ich habe jetzt einfach mal ganz auf schneller Welle einfach mal alle Packs noch geöffnet, damit wir jetzt hier schneller fortfahren können. Oh mein Gott, der nächste Skin, meine Freunde. Hier nochmal ein blauer Skin, der Midnight Ops. Das heißt nochmal 1200 Punkte. Nice, Leute, Weihnachtsskin. Das ist halt immer so schade. Das sind so coole Skins, die man eigentlich voll liebt. Aber dann sind das nur grüne Skins. Also die bringen jetzt halt hier nicht so viele Punkte. Aber egal, der Weihnachtsskin, Leute. Schön, Weihnachtsskins in unserer Sammlung, Leute. So muss das sein. Dann haben wir hier noch Sunflower, diese Bauernolle. Auch grüner Skin. Oh mein Gott, nice. Ich habe den Fischstäbchen-Skin gezogen, Alter. Wie geil ist das denn? Fischstick. Rare Outfit, also blau, Leute. Blaues Outfit. Oh mein Gott, Bruder. Ich mag den Skin auch sehr, ja. Also ist jetzt natürlich nichts Krasses, aber ist auch cool. Auch nochmal ein blauer, 1200 Punkte. So, dann geht es weiter. Der Burgermann, ein grüner Skin leider. Grill Sergeant. Zack, kommt auch direkt wieder drauf. Dann haben wir hier nochmal einen blauen Skin. Hier aus welcher Season war das nochmal? Monika, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall... Blauer Skin. Bam, hier direkt weiter. Ich finde dieses Skin so ultimativ hässlich. Ist auch nur ein grüner Skin. Egal, kommt in die Sammlung. Hier, diese Skins sind auf jeden Fall ganz cool, aber spielt irgendwie auch nicht wirklich jemand. Deswegen grüner Skin. Nice, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist nochmal ein legendärer Skin. Ihr könnt es hier sehen. Goldenes Lama, legendärer Skin. Und zwar hier Dark Vanguard. Also hier dieser dunkle Astronauten-Skin weiblicher Form auf jeden Fall. Dann haben wir hier nochmal, den Skin finde ich auch sehr cool hier. Bunny Moon, 800 Punkte, grüner Skin. Weiter geht's. Hier nochmal so ein Elfenskin. Nichts Besonderes. 800 Punkte. Heartbreaker, Leute. Das Valentinstags-Lama-Skin-Dings. 1200 Punkte ist ein blaues Lama. Oh, nice, Leute. Oh, nice. Auch, wie ich finde, ein sehr cooler Skin hier. Und zwar ein blauer Skin. 1200 Punkte. Oh, nice, Leute. Hier haben wir nochmal einen Weihnachtsskin. Ja, aus dem Weihnachtspack nenne ich das jetzt einfach mal. Red Nose Ranger. Aber leider auch nur ein grüner Skin. Das heißt, 800 Punkte. Was? Was? Oh, mein Gott. Wir haben den AIM-Skin, Leute. Dieser Roboter. Ihr könnt es hier sehen. Goldenes Lama, legendäre Karte, einfach unsere dritte legendäre Karte, das heißt nochmal 2 Punkte auf unser Punktekonto. Muss absolut los. Hier nochmal Sunbird Skin, Leute, blaue Karte, 1200 Punkte. Ey, jetzt haben wir hier schon wieder den Red Nose Ranger gezogen, den haben wir schon mal. Ich weiß gar nicht, ob die doppelten, wenn man Karten doppelt hat, ob die auch noch zählen, aber... Ja, auf jeden Fall ist eine grüne Karte, wären dann 800 Punkte. So, dann hier nochmal eine grüne Karte, Garrison Skin. Ja, nichts Besonderes, 800 Punkte. Und dann, Leute, die letzte Karte für heute ist hier diese Maki Master, also die weibliche Sushi-Frau Skin. Auf jeden Fall auch blaue Karte, wie ihr sehen könnt. 1200 Punkte kommen nochmal auf unser Konto. So, dann würde ich mal behaupten, das waren jetzt alle Karten, Leute. Also alle Skins, die wir jetzt aus diesen 17 Packs rausgeholt haben. Ihr könnt jetzt hier mal den Punktestand eingeblendet sehen. Wie gesagt, ihr wisst, was zu tun ist. Geht zu Stani, geht zu Steel. Schreibt denen bei ihrem Video, das jetzt auch online kommt, in die Kommentare, wie viele Punkte die Crimex Army zusammen erreicht hat. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was die Jungs erreicht haben. Ich weiß es gerade noch nicht. Und ja, dann würde ich mal behaupten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat, wenn wir das vielleicht nochmal machen sollen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis dann, haut rein, Leute. Euer Crimex.
Ja.